Ja, herzlich willkommen, liebe Technik- oder soll ich lieber sagen, liebe Reisefreunde. Ja, heute ist Tag 2 hier in Singapur. Das heißt, es war gestern. Ich berichte ja immer im Nachhinein. Was haben wir gestern erlebt? Was haben wir gestern gemacht? Und ich kann sagen, wir sind ziemlich kaputt. Wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs. Es war gestern sehr heiß. Es waren 32 Grad. Hier ist ja immer sehr schwül in Singapur. Und deswegen haben wir da unheimlich geschwitzt und haben im Grunde jeden Schatten gesucht. Haben uns trotzdem ein bisschen verbrannt an die Arme, im Gesicht vor allem. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen hier sehen kann im Video. Ja, das war ein sehr heißer Tag. Aber was möchte ich heute berichten? Also einmal möchte ich berichten über die Lichtshow, die wir gesehen haben. Dann waren wir essen in Singapur. Mal wieder dann über den Singapur Garden. Diesen schönen Garten kennt ihr ja bestimmt mit diesen Bäumen. Ja, dann was wir heute noch gemacht haben. Ja, und dann vielleicht noch mal ein paar Worte zur Hitze. Ja, das gibt es heute in diesem kurzen Video. Tag 2 hier in Singapur. Bis gleich nach dem Intro. Ja, wie ich schon am Anfang des Videos sagte, wir sind sehr kaputt, uns tun alle Füße weh. Ja, ich meine, man läuft ja ganz viel rum. Ich bin es ja gewohnt, als Elektroautofahrer eigentlich in den Städten, wo wir so mit dem Auto hinfahren, unser Scooter zu benutzen und da alles abzufahren. Haben wir in Italien gemacht, in Frankreich, in Spanien, überall. Und hat den riesengroßen Vorteil, dass man schnell viel sieht und wenig läuft. Das mag nicht so gesund sein, aber man ist deutlich entspannter und ausgeruhter am Ende des Tages. Das geht ja nicht, wir sind hierher geflogen, ist ganz klar. Und ich habe auch keine Scooter übrigens entdeckt. Ich habe zwar den einen oder anderen Einwohner entdeckt, der vielleicht mal mit dem Scooter irgendwo in der U-Bahn saß, aber ich habe jetzt keinen draußen fahren sehen. Das Einzige, was ich hier überall gesehen habe, sind Leihräder. Das kann man sich ausleihen, aber ich sage mal, bei der Hitze will ich auch noch ein Leihfahrrad fahren. Apropos Hitze, man merkt auch sehr deutlich, dass jetzt hier in der Stadt, wir sind jetzt hier mitten im Zentrum, ja vielleicht so, glaube ich, so 4 Kilometer entfernt von der Marina, also von dem Hotel da mit dem Surfbrett oben drauf. Und da merkt man schon deutlich, hier weht kein Lüftchen, ja hier steht die Luft und gerade abends, also Nachmittag bis abends, kriegt man teilweise kaum Luft hier. Also es ist wirklich extrem schwül, extrem heiß. Da ist es am Wasser natürlich viel, viel besser und angenehmer. Ja, so viel erstmal zur Hitze. Ich fange mal an, ja, Wasser- und Lichtshow. Ja, wir waren gestern den ersten Tag bis abends vorne an der Singapur-Marina, also da, wo die ganzen großen, wo die Skyline zu sehen ist, wo das Hotel steht mit diesem Surfbrett oben drauf, wo der Pool oben ist, haben uns da quasi aufgehalten und haben auch, waren so lange da, bis wir abends die Lichtshow beobachten konnten. Ja, die waren natürlich nicht so spektakulär wie in Dubai, aber die war trotzdem sehr schön. Ich kann hier mal ein paar Sequenzen mal einblenden, könnt ihr mal schauen. Ja, und ja, war trotzdem schön. Es hat ein bisschen getröpfelt, das ist ja immer so oft in Singapur. Also die App, alle Apps, Wetter-Apps könnt ihr im Grunde hier in die Tonne treten, die nützen euch gar nichts. Also gestern war angesagt, was ich, 14, 15, 16 Uhr Regen, 14, 15, 16 Uhr schien die Sonne, strahlender Sonnenschein. Und dafür aber abends 20 Uhr, kurz bevor das losging mit diesen Lichtspielen, mit dem Wasser- und Lichtspielen, fing es dann an zu tröpfeln, aber auch nur ganz kurz. Also ja, also kannst du echt nur hier nach Glück und Pech haben, also brauchst du gar nicht mal Wetter-App gar nicht zu planen. Plane einfach deinen Aufenthalt so, wie du es machst, also deine Sehenswürdigkeit dir angucken willst und dann lass dich überraschen, wie es Wetter wird. Was natürlich klar ist, wenn man hier in der App sieht, okay, heute regnet es den ganzen Tag, naja, dann sollte man vielleicht doch was einplanen, wo man irgendwo drin ist. Ja, wir waren heute das erste Mal in diesem Singapur Garden, also da, wo diese schönen Bäume sind, also sind ja künstliche Bäume, die so schön beleuchtet sind, haben uns zuerst mal angeschaut, das ist ein richtiger, schöner, riesengroßer Garten, ja, wo man hat immer das Gefühl, man ist ja im Dschungel, auch in der Stadt, alles wächst und blüht hier, auf jeder Palme wachsen nochmal extra Farne und sowas, also mitten in der Stadt auch wachsen Farne und sowas, also man merkt schon, diese Feuchtigkeiten, diese Hitze lässt die Natur sprießen. Das soll ja mal ursprünglich auch alles Regenwald hier gewesen sein, bevor ja die Stadt gebaut wurde und das merkt man auch im Klima noch nach wie vor, das heißt, an jeder Ecke wächst und blüht hier alles, das ist echt Wahnsinn, also jeder Quadratzentimeter Boden ist ja mit Grünpflanzen bedeckt. Und so ist natürlich dann in diesem Park besonders schön. Der Park ist hinter dem Hotel mit dem Surfbrett, ich nenne es mal immer so. Das heißt da, glaube ich, wie hieß das? Ich komme nicht drauf. Na, wenn ich das mal einblende, kann ich mal nachgucken später. Ja, also wie gesagt, hinter dem Hotel ist dieser Park. Und
Vor dem Hotel ist dann quasi die Marina, wo die Wasserspiele sind, wo man die Skyline schön sehen kann. Der Park ist auch relativ groß. Man muss gut zu Fuß sein, überall verschlungene Wege. Man fühlt sich wirklich generell, also teilweise wie im Dschungel. Man hat auch große Wasserflächen, wo auch Wasserspiele zu sehen sind. Man hat auch Skulpturen große. Man war so ein riesengroßes Baby auf einer Wiese. Dann gab es auch so riesengroße Libellen aus Metall, werde ich auch mal hier mal einblenden. Könnt ihr euch mal anschauen. Also es lohnt sich wirklich. Und dann haben wir diese riesengroßen Gewächshäuser, nenne ich es mal, ja. Und man auch noch, da müssen wir auch noch rein, das haben wir auch noch auf unserer Liste stehen. Wir haben erstmal quasi alles nur draußen ausbaldowert. Wir haben gestern übrigens dreimal Eis gegessen, immer jeweils bei McDonald's, weil es ja echt so eine unheimliche Hitze ist. Ja, aber es lohnt sich da mal hinzugucken. Wie gesagt, wir waren da bis abends, wir haben uns erst die Lichtspiele angeschaut und sind nochmal rübergelaufen auf der anderen Seite vom Hotel und haben dann nochmal die beleuchteten Bäume uns von Weiden angeschaut, von relativ weit oben. Werde auch mal hier in dem Video sehen, werde ich mal einblenden. Und ja, das sah schon sehr schick aus. Aber hinlaufen wollten wir nicht nochmal, weil wir waren gestern so kaputt, wir sind gestern so viele Kilometer gelaufen. Sagt, nein, das war's, sind wieder zurück zum Hotel gekommen. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Es war auch nicht so voll. Ich finde, es sind relativ wenig Touristen. Ja, Touristen sind da und ich würde sagen, ja, nicht wenig, aber nicht so viel. Also nicht überlaufen und auch nicht übervoll. Also überall kriegt ihr problemlos Platz. Ihr habt auch so genug Platz. Ihr habt auch da einen Platz gekriegt, um zuzuschauen bei den Wasserspielen. Also es war nicht übervoll. Also da war Dubai vor ein paar Jahren, war der viel voller. Ja, kommen wir zum Essen. Ja, wir waren jetzt woanders essen, nicht nochmal hier bei uns im Hotel unten, wo man nur im Bad sein kann, wo ich quasi Indisch gegessen habe, was auch nicht so besonders geschmeckt hat. Wir waren diesmal in dieser Marina Mall, also an dem Hotel ist ja eine riesengroße Mall und da ist ja alles drin, Gucci und die ganzen Edelmarken sind da drin vertreten. Ja, Preise jenseits von Gut und Böse. Wir sind ja auch nicht gekommen, um einzukaufen, aber sonst kann man generell sagen, natürlich ist dieser Mall sehr schick drin, also alles klimatisiert, was ja echt prima ist. Man lächzt quasi nach jedem klimatisierten Raum hier und auch drinnen sehr schön gemacht. Das ist ja unten, da fahren Boote, da ist so ein Wasserbecken, wo Boote durchfahren, also wie so eine Gondel quasi. Dann ist so eine riesengroße, von außen so eine riesengroße Glasschale, also auch mal hier einblenden, wo dann drinnen so das Wasser eingespült wird und da ist in der Mitte ein Loch drin und es läuft dann direkt unten rein in diese Einkaufsmall und läuft dann unten in dieses Wasser rein, in das Basen rein, wo dann die Boote quasi im Kreis drumherum fahren. Also sieht schon sehr spektakulär aus und sehr schick aus. Also da kann man sich schon mal eine Weile aufhalten und nur einfach bloß mal rumschlunzen und rumgucken. Und das macht ja auch Spaß. Man muss ja nicht in jedem Geschäft was einkaufen. Und ich bin auch nicht hier, um einzukaufen. Und ich glaube, da lohnt sich auch nicht. Das sind alles sehr, sehr satte Preise. Aber es macht trotzdem mal Spaß, auch mal zu sehen, was die so anbieten. Also da sieht man doch schon das eine oder andere, was man woanders nicht sieht. Also von daher lohnt sich schon, ja. Gibt es übrigens auch einen sehr schönen Kaffeeladen, wo man alle möglichen Kaffeesorten kaufen kann. Auch nicht billig, aber schon mal interessant, was es da so alles gibt. Ja, und da kann man natürlich auch essen. Das heißt, ganz unten links, je nachdem, wovor man steht, ganz unten links ist dann wie so eine Art, also das sind auch diese ganzen Foodmarkt quasi. Das heißt, es ist so im Kreis angeordnet, eine Food-Ausgabe neben der anderen. Das sind alles verschiedene Anbieter quasi, ich nenne es mal jetzt so, wo man quasi essen kann. Also alles Mögliche, ja, also koreanisch, chinesisch, wie überall, vietnamesisch und sonst was. Und auch da sind die Preise, trotz dass es eine teure Mehl ist, unheimlich, also so mal unheimlich günstig. Wir haben dann dort gestern gegessen, Nudeln, also so chinesisch Nudeln mit Chicken, hat auch gut geschmeckt. Das hat alles zusammen gekostet, glaube ich, 18 Singapur-Dollar. Also die zwei Essen zusammen, was wären wir dann so bei 15 Euro für zwei Essen. Das ist ja echt spitze, ja, vielleicht auch 14 Euro. Könnt ihr selber mal gucken. Und dann gab es noch zwei Cola dazu und das ist auch so schön. Das heißt, ringsrum im Kreis sind die ganzen Essensanbieter. Und dann kann man da sitzen, ja, an ganz vielen Tischen war auch wirklich Platz, man hat da Platz bekommen ohne Probleme. Und in der Mitte ist nochmal ein Stand, wo es nur Getränke gibt. Ja, und da haben wir uns auch zwei Cola geholt und was haben die gekostet? Ich weiß gar nicht, 2 Dollar oder sowas, also Singapur-Dollar. Also wirklich, wirklich, muss ich sagen, das Essen ist wirklich günstig. Wenn ich da bei uns schaue, bin ich echt überrascht. Also ihr könnt ja wirklich günstig und gut essen, hat auch sehr lecker geschmeckt. Hätte vielleicht ein bisschen wärmer sein können, aber ja, könnt ihr auch, da gibt es auch Stände, da könnt ihr euch selber das Essen zusammensuchen, dann wird das dann erst heiß gemacht und dann bekommt ihr es. Aber ich muss sagen, so die teuersten Essen, die ich gesehen habe, die waren vielleicht bei 12, 13, 14 Singapur-Dollar und es geht so los bei 5 Dollar. Also es ist echt Wahnsinn, also da kann man echt nicht meckern. Und das ist in der Mall, da sitzt man klimatisiert, also was will man mehr, ja. Ja, also das kann ich empfehlen, dort essen zu gehen, lohnt sich auf jeden Fall, man hat eine riesengroße Auswahl und man ist am zentralen Punkt der Stadt, am Highlight der Stadt, ja, und gleichzeitig kann man da auch immer schön essen, also prima.
Ja, dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben eine Bootsfahrt gemacht. Das ist natürlich auch wichtig, sowas mal zu machen, ja, wenn man schon mal hier ist. Und da haben wir, sind wir übrigens empfehlenswert, gibt es auch Elektroboote mit Elektroantrieb, ja, für alle Elektroautofahrer, die hier zuschauen oder die Fans sind. Also ich finde das sowieso gerade auf dem Wasser schön. Ja, man keinen Motor, es gibt auch Boote mit Motor und die hat man schon von weitem Kneckern gehört. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze da eine Stunde in dem Boot, dann verstehe ich mein eigenes Wort kaum, ja, weil da hinten so ein riesengroßer Motor läuft. Nee, danke, das muss ich nicht haben. Wir sind mit dem Elektroboot gefahren. War auch sehr schön, war schön leise. Und da fährt man komplett das ganze Gebiet ab, wo quasi Wasser ist und da mehrere Brücken durch und so. Da haben wir auch viele Ecken gesehen, wo wir noch gar nicht waren. Wir sind auch in Little Indien vorbeigefahren. Und wenn wir auch mal uns angucken, dann gibt es da so ein Vergnügungsviertel, haben wir auch gesehen von Weitem. Muss man uns auch noch anschauen. Machen wir alles im Dunkeln, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und die ganze Bootsfahrt hat gekostet 56 Singapur-Dollar für uns beide, was ich auch noch okay finde. Da liegen wir irgendwo so bei 40 Euro, also 20 Euro pro Person. Ja, ist nicht ganz so günstig, aber ich meine, das kann man einmal machen, das ist kein Problem. Das ist ein Budget mit drinnen. Ja, hat Spaß gemacht, man konnte schön fotografieren. Es war auch nicht voll, das Boot. Es war vielleicht, ich würde sagen, zum Drittel besetzt. Ja, also waren noch viele freie Plätze. Und hat auch Spaß gemacht, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben die Fahrt am Tag gemacht, es empfiehlt sich nochmal, das abends zu machen, um dann nochmal abends die ganze beleuchtete Skyline zu genießen. Das werden wir auch nochmal machen, das planen wir auch nochmal. Einmal eins nach dem anderen. Ja, das war, sag ich mal, im Grunde so das, was wir alles gemacht haben. Wir sind unheimlich viel gelaufen, wir haben wieder viel gesehen und wir haben zum ersten Mal die Skyline auch abends gesehen, haben auch viele Fotos gemacht. Kann ich auch mal hier einblenden, sind auch mal. Ja, das war unser Tag und wir haben geschwitzt wie Hulle. Und wir sind dann gestern Abend irgendwann 21, 21:30 Uhr im Hotel zurückgekommen. Tja, dann noch ein kleiner Hinweis zum Hotel. Was haben wir hier vorgefunden? Ganz überraschend, ein Schreiben vom Hotel, wo drin steht, wir mögen doch bitte an so einer Rezeption melden, wir müssen umziehen, weil es wohl die elektrische Probleme in dieser sechsten, wir sind in der sechsten Etage, es wo hier Elektrikprobleme gibt und wir deshalb ein anderes Zimmer buchen oder umziehen sollen, ein anderes Zimmer. Das kotzt uns jetzt ein bisschen an, weil wir wollen ja nicht hier den ganzen Tag hier warten, wann kann man umziehen und alles wieder in die Koffer packen und sowas. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, kann passieren, kann man nicht ändern. Und natürlich will ich kein schlechteres Zimmer haben. Ich bin mal gespannt, wie das Zimmer aussieht. Werdet ihr am nächsten Video dann sehen. Ja, dann mal sehen, was der Tag heute uns so bringt. Ja, das erstmal zu dem zweiten Tag in Singapur. Es hat uns mega gefallen, noch besser wie gestern. Also die Stadt lohnt sich auf jeden Fall. Und bis jetzt sind wir absolut happy, was die Stadt angeht. Es hat absolut Spaß gemacht. Es ist auch ein schönes Flair hier zu schlendern und da rumzulaufen, alles anzugucken. Auch die Menschen sind alle ganz freundlich und nett. Also es macht wirklich Spaß. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ansonsten euch noch viel Spaß im Netz. Denkt dran, einmal einen Daumen nach oben zu klicken, abonniert meinen Kanal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.